Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe dieses wunderschöne Set zu meinem Geburtstag bekommen von meinem Freund. Und ja, es ist mega schön, mir gefällt es richtig gut. Also hier Verpackungsopfer XYZ, also ich habe das schon vorher gesehen und ich wollte es unbedingt haben. Und ja, jetzt ist es da und ich finde es richtig schön. Ihr habt hier drei Paletten drin, einmal so eine Blush und Highlighter und Bronzer Palette, dann einmal mit 8 Eyeshadows so sehr ins, ja, so in die warme Richtung, würde ich schon fast sagen, und einmal hier unten nochmal so eine größere Palette, wo dann auch so ein Grünton drin ist, so ein Blauton, würde ich schon fast sagen, und auch so ein Rosaton. Und ja, auch die Mascara ist dabei, und wenn ihr sehen wollt, wie die auf meinen Wimpern ist, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn ich zeige euch hier mal einen schönen Vergleich, getuscht und ungetuscht. Und ja, alles in allem finde ich das Set jetzt schon mega schön. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie der erste Look mit der Palette entstanden ist, dann bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch das Video bis zum Ende an. Viel Spaß dabei! Ja, hier ist drin einmal eine kleine Blush-Palette. Hier sind drei Blushes praktisch drin. Sieht einmal so aus, und so sieht die Blush-Palette hier von innen aus. Also hier haben wir einmal einen Bronzerton, einen Blushton und einen Highlighterton. Wir haben in dem Set auch eine Too Faced Better Than Sex Mascara drin, die ich noch nie getestet habe, und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt gespannt, wie die so ist. Als nächstes haben wir hier eine etwas größere Palette drin, und hier sind auch so Lidschatten drin. Und das letzte von den dreien ist diese hier. Und hier haben wir einen wunderschönen Grünton drin. Und auch einen, so einen Pflaumenton. Also ganz, ganz schöne Töne. Und ich bin gerade echt am Überlegen, mit was ich starten soll. Weil mir dieser Grünton halt sehr, sehr gut gefällt. Und diesen Butterweich. Swatche ich die jetzt einfach mal. Also so sehen die aus. Richtig, richtig schön. Also im Endeffekt auch mehr so Topper, wenn ich jetzt so swatche. War richtig schön. So, ich mache mir jetzt erstmal die Haare aus dem Gesicht. Und ich werde auch erstmal eine Puderbrücke, auf Deutsch gesagt, auflegen. Und dafür nehme ich mir hier von Essence dieses Stay All Day Translucent Fixing Powder. Da habe ich dieses Gitter hier rausgenommen. Dann nehme ich mir hier von Evening war der Schaum mal. Hat nämlich eine schöne Form. Gebe ich mir das hier einfach mal so hin. Und das sorgt dann im Endeffekt dafür, dass ich das Puder, was überschüssig ist, also der Lidschatten, der vielleicht runterbröseln könnte, einfach wegwischen kann. Eyeshadow Base habe ich auch schon drauf. Das ist die von Art Deco. Und ich nehme jetzt hier wieder von Real Techniques so einen flachen Pinsel. Einfach, den nutze ich einfach gerne, um mit dem hellsten Ton hier einmal die Eyeshadow Base zu setten. Also ich habe jetzt einmal diesen ganz hellen Ton hier aus dieser letzten Palette genommen. Als nächstes nehme ich hier von Essence diesen Eye Blender Brush. Der ist ja aus der aktuellen Pinselreihe von denen. Und gehe hier in diesen Farbton hier rein, und den setze ich mir jetzt hier einmal in die Lidfalte. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt, dass ihr auch was sehen könnt. Ich denke, ich mache heute ein lila Auge, und dann nehme ich mir einmal von zu Eva den Lux Soft Definer von aus der Screen Queen Edition. Da ist noch ein bisschen Farbe von einem anderen Lidschatten drauf. Wo ich euch aber einen kleinen Tipp geben kann, ist, besorgt euch echt so ein kleines Duttkissen. Ich habe den hier aus dem Teller, und dann kann man den praktisch einfach hier so abstreifen so ein bisschen, dann geht das überschüssige Pigment runter, und dann könnt ihr den im Endeffekt für eine andere Farbe wieder verwenden. Und ja, ich gehe auf jeden Fall jetzt in diesen Lila-Ton
gebe mir den hier in den äußeren Winkel. Und hier sieht man jetzt schon, dass ich hier so ein bisschen Vollert habe. Und den kann ich dann nachher einfach wieder schön wegwischen. Als nächstes nehme ich mir diesen Farbton hier aus dieser mittleren Palette und so einen flachen, das ist jetzt der Lux Soft Shader, die 234 von Zoeva, und gehe da in die Farbe rein und gebe mir das hier vorne hin. Nehme ich mir nochmal den Pinsel von Anfang. Gehe auch nochmal in den Farbton vom Anfang, also diese Farbe hier. Und verblende das hier nochmal so ein bisschen. Als nächstes nehme ich mir hier die 230 Lux Pencil. Das ist hier so mit einer Spitze praktisch dran. Und gehe hier in diesen Goldton. Und gebe mir den hier so vorne so ein bisschen hin. Was ich jetzt auch noch machen werde, ist diesen Ton hier zu nehmen. Das sind ja so mehr oder weniger so Topper, finde ich. Und nehme jetzt einfach hier meinen Ringfinger, gehe hier so rein und tipps mir das hier einfach nur mal so in der Mitte vom Lid auf. Ich nehme jetzt als nächstes so einen etwas fester gebundenen Pinsel und fegt mir praktisch das Puder hier wieder weg. Und so sieht man, hat man dann praktisch kein Fallout mehr hier auf dem Gebiet. Als nächstes nehme ich mir hier so einen fluffigen Pinsel, der ist jetzt hier von Emite Make-up, die 144, und gehe nochmal in diesen, wo ist er denn? Ganz hellen Ton hier rein und verblende praktisch das einmal nach hier oben. Als nächstes nehme ich mir diesen Ton hier, der schaut so ein bisschen nach einem Highlighter-Ton aus, und gebe mir den hier unter die Augenbrauen mit so einem Petit Fan 137. Dann nehme ich mir nochmal hier so einen Detailpinsel, gehe nochmal in den gleichen Farbton und gebe mir den hier so in den inneren Augenwinkel. Von Zoeva nehme ich hier aus der Rose Golden Edition den 226 Smudger und gehe nochmal in den lila Ton hier unten rein und gebe mir den an den unteren Wimpernkranz. Also Augen-Make-up gefällt mir schon mal ganz gut, muss ich sagen. Ich finde die Farben sehr, sehr schön. Also lila ist ja häufig auch wirklich so eine schwierige Farbe, man hat sie auch ein bisschen gesehen, glaube ich. Also es ist nicht ganz tief pigmentiert, aber so für einen schönen lila Look finde ich das sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Kommen wir zu dem Contour und Blush und Highlighter Tube. Das sind ja nicht unbedingt die tragbarsten Farben, würde ich fast sagen, aber wir probieren es jetzt einfach aus. Ich nehme jetzt hier von Essence den Bronzer Brush und gehe jetzt einfach mal in diesen Bronzerton. Gucken wir mal, wie der ist. Ich glaube, der ist mir fast ein bisschen. Zu warm. Aber ich finde, es geht eigentlich. Ne? Also ich finde jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass mir der fast ein bisschen zu warm ist. Aber. Doch, ich glaube, den kann man schon tragen. Man kann ihn auch richtig schön verblenden. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier einmal hingeht und dann bleibt die Farbe an Ort und Stelle, sondern man kann ihn schön hin und her verblenden. Das
Das gefällt mir schon mal gut. Als nächstes kommen wir zum Blushen. Da verwende ich hier so ein Luxie 504 Angel Brushed. Und dann gehe ich einmal in die Farbe hier rein. Ich will den hier einmal Handrücken ab. Der ist auch nicht zu intensiv pigmentiert eigentlich. Also da hatte ich schon Blush, also ich habe den jetzt hier auf der Seite nicht abgetupft oder so. Da hatte ich schon Blush, die waren intensiver. Ah, der gefällt mir gut. Zaubert auch so einen schönen Glow auf die Wange. So, als nächstes kommen wir zum Highlight. Und der ist ja hier so golden, champagnerfarben. Und dann nehme ich jetzt hier so ein Luxe Powder Fusion 134 aus dem Zoeva Kit wieder und gebe mir den jetzt hier einfach mal auf. Schauen wir mal, wie der ist. Also man sieht schon, er ist schon wirklich schön golden, hat einen schönen Schimmer. Jetzt nichts, was ich täglich tragen würde, muss ich dazu sagen, weil ich den fast ein bisschen zu golden für mich finde. Aber er ist eigentlich ganz schön doch. Ja. Also insgesamt hat man jetzt hier einen schönen Glow im Gesicht. Also gefällt mir eigentlich gut. Also ich hätte jetzt das ein bisschen, naja, nicht ganz so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, doch, gefällt mir eigentlich ganz gut. Genau, bevor jetzt die Mascara zum Einsatz kommt, gebe ich mir einmal Fixing Spray drüber. Und da verwende ich hier von Love das Perfectitude. Das hatte ich mir im Sale mitgenommen. So, jetzt kommen wir zu der Mascara, die ja wirklich extremst gehypt ist. Und vom Bürstchen her ist sie halt in der Mitte ein bisschen dünner. Hinten und vorne geht sie so ein bisschen in die Breite. Schauen wir mal, wie das ist. Also, einmal getuschtes Auge, einmal ungetuschtes Auge. Was mir jetzt positiv schon mal auffällt, sie hat nicht ganz so viel Produkt auf der Bürste. Ich hole euch mal nochmal ein bisschen rein. Also hier sieht ihr jetzt praktisch einmal das ungetuschte Auge. Und da seht ihr schon das getuschte Auge. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Macht einen schönen Schwung. Also das ist jetzt im Endeffekt eine Schicht. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch mal Mascara drauf und hier noch eine zweite Schicht. Und dann schauen wir es uns gleich nochmal an. Also hier haben wir jetzt im Endeffekt eine Schicht drauf. Hier haben wir die zweite Schicht drauf. Und ich muss sagen, also es macht schon einen schönen Unterschied. Oder was sagt ihr? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich muss sagen, mir gefällt die Mascara richtig gut. Vor allen Dingen, weil sie nicht so viel Produkt auf dem Bürstchen hat. Macht ein richtig schönes Ergebnis. So, jetzt auch nochmal die zweite Seite schön getuscht. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Und ich schaue gerade echt ein bisschen blass aus, aber das ist durch das Licht hier jetzt. Aber mir gefällt, also von den Wimpern her, das gefällt mir richtig gut. Ja, was sagt ihr zu dem Look? Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Mir gefällt die Palette richtig gut. Man hat die Farben schön verblenden können. Das Lila kommt hier schön raus. Das habt ihr auch, glaube ich, gerade gesehen. Und ja, auch dieser Topper hier oben drauf nochmal macht das Ganze so ein bisschen ja, reflektierender, nicht ganz so matt. Und auch der Goldton am inneren Augenwinkel gefällt mir richtig gut. Und ja, also ich würde sagen, das ist ein schöner, ja, so ein Abend-Make-up, würde ich schon fast sagen. Und mir gefällt auch der Bronzer, der Blush und der Highlighter an sich sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, den Highlighter, dadurch, dass er so gold ist, finde ich ihn nicht ganz so optimal für meine helle Haut. Ja, aber so, es zaubert einen richtig schönen Glow auf die Wange. Gefällt mir gut und ja. Was sagt ihr zu dem Set? Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Habt ihr es euch vielleicht auch bestellt? Und ja,
ich würde sagen, das war jetzt dann das Video zur First Impression zu dieser Palette. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnieren-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!